Ja, das ist ein wirklich krasses Foto. Der NASA ist es jetzt gelungen, erstmalig im Bild festzuhalten, wie sich ein schwarzes Loch beim Fressen verhält. Und jetzt haltet euch fest, es wirkt richtig menschlich. Es frisst, macht ein Nickerchen, hülpst und frisst wieder. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und es ist wirklich fantastisch, wie es aussieht, wenn ein schwarzes Loch gleich zweimal rülpst. Und was der Grund für diese schlechten Tischmanieren ist, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wir berichten hier ja immer wieder mal über schwarze Löcher und viele von euch wissen wohl, was schwarze Löcher am besten können, nämlich Materie aufsaugen. Wenn es keine Materie rund um ihr Schwerefeld mehr gibt, warten sie geduldig ab, bis sie wieder zuschlagen können und Materie verschlingen. Danach stoßen sie einen Strahl an Partikeln aus. Das war jetzt die mehr oder weniger physikalische Erklärung für das, was man auf diesem Bild der NASA jetzt erstmalig sehen kann. Ein schwarzes Loch, das rülpst. Und wie konkret geht es dabei um die Galaxie SDSSJ 1354 plus 1327, die etwa 800 Millionen Lichtjahre von unserer Erde entfernt ist. Sie befindet sich im Sternbild Bärenhüter und in ihrem Zentrum ist ein super massereiches schwarzes Loch, das millionenfach schwerer als unsere Sonne ist. Und ihm ist wohl der Fauxpas mit dem Rülpsen passiert. Die beteiligte Forscherin Julie Comerford von der University of Colorado Boulder selbst assoziiert das mit menschlichem Verhalten, Zitat: Schwarze Löcher sind ganz schön gefräßig, aber sie haben keine sehr guten Tischmanieren. Das Besondere an diesem Bild ist, dass das schwarze Loch gleich zweimal aufstößt. Das alles wurde vom Satelliten Chandra aufgenommen und auf der 231. Tagung der American Astronomical Society im Januar vorgestellt. Konkret zu sehen sind zwei Gasblasen, eine unterhalb und die andere oberhalb des schwarzen Lochs. Dazu Julie Comerford: Wir sehen, wie das schwarze Loch frisst, rülpst, ein Nickerchen macht, dann wieder frisst und rülpst. Genau wie theoretisch vorhergesagt. Man habe wohl etwas Glück gehabt, dass man diese Galaxie genau zu diesem Zeitpunkt beobachtet habe, in dem diese eindeutigen Beweise zu sehen sind. Ihren Untersuchungen zufolge sind diese Blasen oder eben Gasrülpser zu unterschiedlichen Zeiten aufgetreten. Aus der Geschwindigkeit der Blasen schließt das Forschungsteam, dass sie wohl in einem Abstand von etwa 100.000 Jahren ausgespuckt wurden. Kaum der Rede wert, also im Vergleich mit dem Alter des Universums, das auf 13,8 Milliarden Jahre geschätzt wird. Für das schwarze Loch so etwas wie für uns der Abstand vom Frühstück bis zum Mittagessen. Doch warum hat es gleich zweimal gefressen und auch noch zweimal gerülpst? Das Forschungsteam vermutet, dass es zu einer Kollision mit einer nahen Galaxie kam, sodass große Mengen an kosmischem Gas als Futter dienten. Es gab also zwei Gänge. Total ungewöhnlich sind solche Tischmanieren übrigens nicht. Auch das schwarze Loch in der Milchstraße, also in unserer Galaxie im Zentrum, hat wohl mindestens einmal in den letzten paar Millionen Jahren gerülpst. Gerade macht es wohl ein Verdauungsschläfchen. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit, genau, der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Außerirdisches Leben, Supererde entdeckt. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.